Heute zeige ich euch, wie ihr jeden Skin aus dem Gegenstandshop ohne jeglichen Cent bekommt. Schaut einfach das Video bis zum Ende und viel Spaß. Und als Dank für euren Support möchten wir heute wieder jeden Abonnenten die Möglichkeit dazu bieten, V-Bucks zu gewinnen. Die Spielregeln sind ganz einfach. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, denn jeder Like ist ein V-Buck und kommentiert das Video mit einem netten Kommentar. Der Gewinner wird per Privatnachricht kontaktiert. Viel Glück! Ich zeige euch heute, wie ihr jeden Gegenstand aus dem Gegenstandshop gratis bekommen könnt, indem ihr einen Glitch anwendet. Ihr wählt erstmal bei Spielmodus Team aus und nicht ausfüllen. Dann geht ihr in die Einstellungen, wählt bei Spielersuche Region Asien aus. Dann geht ihr in den Spind und entfernt alles, was ihr habt. Äxte, Skins, Rucksack, Hängeleiter, alles, was ihr habt, alles auf Null stellen. Bei den Hängeleitern einfach die Standard-Hängeleiter, die ihr am Anfang hattet, und die Spitzhacke auch die Standard. Wenn ihr das alles gemacht habt, geht ihr in den Gegenstandshop. Geht auf das Produkt, das ihr haben wollt, dann drückt ihr den Sprachchat, da müsst ihr das Paddle in der Mitte drücken, 5-mal macht ihr es hintereinander und wieder abbrechen mit Kreis. 5-mal macht ihr das, dann geht ihr zurück auf Lobby und sucht einfach das Spiel. Wie gesagt, Team nicht auffüllen, dass ihr alleine seid. Ab jetzt ist es ganz einfach, ihr müsst einfach gar nichts machen. Lasst den Controller liegen, bis das Männchen von selber aus ihrem Flugzeug abspringt. Danach muss es schnell gehen, ihr müsst jetzt in die Einstellungen gehen. Eure Spielersuche Region wieder auf Auto stellen. Dann drückt ihr die Home-Taste von der PlayStation, geht in die Einstellungen. Dann müsst ihr auf Netzwerk gehen und Netzwerkverbindung trennen. Dann aktiviert ihr sie einfach wieder, geht wieder in Fortnite rein und wartet einfach wieder, den Controller nicht bewegen. Dann schmeißt es euch eigentlich automatisch aus dem Spiel raus. Jetzt ist es auch passiert und ihr werdet sehen, gleich kommt die Anzeige Serververbindung nicht möglich, da eine Netzwerkfunktion für diese Anwendung nicht verfügbar. Jetzt kommt ihr wieder in den Anfangsbildschirm, jetzt müsst ihr euch gleich wieder neu verbinden mit Fortnite. Dann werdet ihr wieder in die normale Auswahl geschmissen, entweder Battle Royale oder Rette die Welt Modus. Jetzt loggt ihr euch einfach wieder ein. Dauert einen kurzen Moment. Jetzt seht ihr auch den Home-Bildschirm schon wieder. Und wenn ihr jetzt reingeht in das Spiel, euch anmeldet bei Battle Royale, dann müsste eigentlich der Skin direkt da sein. Und im Gegenstandshop müssen die auch angezeigt werden, die Skins. Ja, den Liebesranger und seine Flügel. Die haben wir jetzt bekommen. So könnt ihr das bei jedem Gegenstand aus dem kompletten Shop machen. Wenn euch solche Videos gefallen, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen netten Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Servus.